Ich war sehr müde. Ich hätte so einschlafen können. Klar, fahr nach Hause. Leg dich hin. Penn 2 Tage. Und dann versuche auszubügeln, was du an Lebenszeit verschwendet hast. Was ist mein Ansehen, hier im Rollstuhl gefunden zu werden? Da niedergetreten. Und dann nimmt mir meine Tablettendose weg. Nee, danke. So, Frau Sommer, was darf es denn sein? Was habe ich denn Schönes? Es ist ja auch erst 17.16 Uhr. Die Zeit vergeht heute so lange. Noch eine Geberkeim. Davon hatte ich nachts mehrere. Steht ohnehin hauptsächlich aus Geberkeim. Ach komm, 2 Minister, tun's auch. Und 5. Noch ein Vital oben drauf. Kannst du nie wissen. Wir nehmen die schnellen. Die wirken. Das sind ja immer die kleinen 1-3. Das Proxetin muss ersetzt werden. Ich habe neue Rasierklingen dabei. Warum? Warum sollte ich es nicht? Bin ich irgendwem eine Rechenschaft schuld? Bin ich irgendwem eine Rechenschaft schuldig? Ich hätte jetzt ganz einfach nach Hause fahren können. Mich wieder einmal bei Sebastian entschuldigen. Für all die Bürden, die ich ihm abverlange. Dass er ein besseres Leben verlangt. Verdammt. Haben sollen, ist mit mir. Es ist dann tatsächlich das Katastrophale, was mir gestern zum ersten Mal geglaubt wurde. Im ganzen Umfang geglaubt wurde. Oder habe ich so eine Angst, dieses Lächeln des Arztes viel interpretiert zu haben, als ich ihm mein Video zeigte, was er auch sehen wollte. Ich da eben mal nach 4-5 Jahren Rollstuhl sitzen, wieder aufstehen und gehen kann. Ganz zu schweigen von Schreiben, Zeichnen, Malen. Ob er womöglicherweise mit mir d'accord geht, dass das kein sekundär progredienter Verlauf sein kann. Und jetzt habe ich Angst, ich habe zu viel geredet, zu viele blöde Witze gemacht.
wie lange es mich dauert, um Down zu öffnen. So, weil ich mit der Zeigefinger drüber schiebe. Ich krieg ihn nicht weg. Nein. Irgendwo draufhauen. Ein bisschen strecken. Nein. Ich kriege ihn nicht raus. Scheiße. Was ist Paradoxa? Ich kriege den Finger nicht gestreckt. Das ist es. Auf eine wunderschöne Selbstverletzung, so diese nötig sein sollte. Ich kann die Hände nicht mehr aufmachen. Das ist scheiße. Ich kann auch nichts greifen. Das sind da doch Krüppel. Und selbst wenn ich mit beiden probiere, das Ergebnis ist immer dasselbe, verdammte Scheiße. Also los, du warst bestraft durch den Trickser. Ja. Die letzten zwei Nächte im Bett, die Vorwürfe, was ich verpasse, Lebenszeit mit Sebastian. Und dann die Angst, wieder aufzustehen, mit Schmerzen, um in Schmerzen im Rollstuhl zu sitzen und nachts mit Schmerzen, die noch infernaler sind, wieder ins Bett gebracht zu werden. Also schön, schlucken wir den noch. So, jetzt ist es geschehen. Das war jetzt unbeschreibbar. Jede Menge Gesalz 2. Und natürlich Termester. Und nicht zu vergessen, in rauen Mengen Geberkalm. Ich merke gerade, dass ich einen Tremor in beiden Beinen habe. Ich sehe nicht mehr so gut. Zumal ich seit gestern Sachen sehe, die nicht da sind. Vor mir wachsen irgendwelche Wurzeln in den Himmel oder an der Decke, Kreise, alles vibriert. Als würde da meine Schlafzimmerdecke eine Horde hungriger Fleischmaden warten. Oh je, mal sehen, wie das ausgeht. Bitte mit einem Unfall in meinem Tod. Die Scheißhand auf. So, du Trottel, was ist dein Problem hier drüben? Bitte diese eine Aufnahme noch. Ist das möglich? Schaffst du es? Bitte. Komm, lass dich fallen. Dann kann ich aufhören, mich damit rumzuärgern. Ein Hobby weniger ist es ja jeweils. Bitte. Ich weiß nicht, was ich genommen habe. Ich schätze mal, es waren sicherlich 6 oder 7, 8.
Leberkalm, ich glaube, das ist 30, ne? 30 Milligramm. Und dazu gebe ich die erste Praxitin mit 15 drauf und dazwischen ganz süß und lieb eine Thymestone 1. Was mich zum Herdenziel brachte, die werden ausgerottet. Was habe ich noch genommen? Schmerzmittel. Und die Dose zerlegt sich. Ja, die Überdosis und ich, wir sind eh nicht mehr lange Freunde. Weil das ja dann alles abläuft. Ja, mach's doch schlimmer. Das kann so nicht sein. Mach das Scheißding auf. Ich bring dich um. Ich will nicht. Drecksack, du Blöde. Ja, keine Chance. Fick dich.